Wir schreiben den 25.11.2023 und hinter mir seht ihr den neuen Einschießplatz der SV 1422 Usingen vom 3D Bogenparcours. Die haben das komplett überarbeitet, was ich mal richtig, richtig geil finde. Wir sehen hier lauter Pfeilfangkästen, 3D-Tiere etc. Und wir können hier auf zig unterschiedliche Entfernungen uns einschießen. Das geht los so von roundabout 10 Meter. Mal gucken, wir fangen hier an. Da haben wir 10 Meter auf einen kleinen Karnickel und dann dort auf einen Lamellenpfeilfang. Hier nochmal eine 10 Meter Bahn auf einen zweiten. Dann haben wir hier weitergehend 30 Meter. Das geht da vorne. Da haben wir diverse Tiere wie auch einen Lamellenpfeilfang. Es geht weiter, dann hier nochmal auf einen entsprechenden Lamellenpfeilfang zwischen Bäume durch, um dann hier hinten weiter auf 40 Meter gehen zu können. Zu einem kleinen Bär oder was es ist, da hinten ein großer Bär und dann ganz da hinten, wo ihr die Scheibe seht, sind wir dann bei 40 Meter. Ich finde das sehr, sehr gut gelungen, da ich hier tatsächlich unterschiedliche Entfernungen mich einschießen kann, Haltepunkte feststellen kann etc. Dafür wurde jetzt der Parcours quasi etwas verschoben. Wir haben dann nicht mehr hier den Flock 1 oder Tier Ziel Nummer 1, wo ich jetzt mich befinde, sondern das hier ist dann letzten Endes der nagelneue Einschießplatz der 1422 Using. Finde ich richtig, richtig gut gelungen. So, ich habe mal auf dem 30 Meter Einschießpunkt habe ich mal einige Pfeile geschossen. Habe bestimmt seit 6 bis 8 Wochen keinen Bogen mehr geschossen. Bin einfach nicht dazu gekommen. Und bis auf die 2 Ausreißer, aber Ausreißer gehören bei mir schlicht und ergreifend dazu. Sieht das gar nicht mal so übel aus. Könnte eine gute Runde werden.
So, ich habe jetzt mal alle Distanzen, 10, 20, 30, 40 Meter, habe ich mal durchgeschossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Bogeneinschießplatz echt, echt gut gelungen. Unterschiedliche Entfernungen, mitten im Wald, dass man also auch wirklich ein bisschen sich auf den Wald einstimmen kann, wie hier die Topografie ist, wie hier die Bodenbeschaffenheiten sind und wie hier die Tiere verteilt sind, wie sie verteilt sein können. Es sind hier genug Gummitiere verteilt, dass man auch wunderbar auf diesen ganzen Entfernungen sich auf die Tiere einschießen kann, auch mit Höhenunterschieden, dass man in den Ausfallschritt gehen muss, um an einem Baum vorbeizukommen, um ein Tier zu treffen, etc. etc. pp. Also richtig, richtig geil gelungen. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, richtig gut gelungen. Hut ab vor der SV 1422 Usingen, dass sie das angegangen sind. Unmittelbar nach dem Sommerturnier haben sie das schon gemacht. Wie gesagt, ich war dieses Jahr nicht ganz so oft auf dem Parcours, wie ich es eigentlich gewollt hätte. Aber gut, dem ist halt einfach so. Jetzt warte ich auf den Andreas. Und dann geht es auf die Runde und mal gucken, vielleicht mache ich noch ein paar Aufnahmen vom Parcours. Bis später.